So, hallo zu einer neuen Folge von Mallorca Menschen, dem Podcast aus Mallorca. Und heute habe ich mal wieder einen prominenten Gast bei mir im Studio. Und wer kennt ihn nicht? Dragan, den Autohändler. Hi, Dragan. Hallo, Michael. Guten Morgen. Schön, dass es ihr hierher geschafft habt. Sehr gerne. Und wir mussten hierher kommen, sonst hätten wir nichts mehr zu erfressen gekriegt von dir. Na, jetzt habt ihr immerhin als Vorschuss, habt ihr jetzt schon mal Wasser. Ja. Dragan, was viele ja gar nicht wissen, dass du vor ganz schön langer Zeit nach Mallorca ausgewandert bist, ne? Ja, wir sind, eigentlich wollten wir, also wir heißt ich und meine Freundin, wir wollten, da wir im Megapark aufgetreten sind, einfach eine Wohnung finden und wollten einfach nur unsere Sachen irgendwo lagern und haben dann eine Wohnung gefunden am Ballermann 8 in erster Linie. Eine sehr, sehr schöne Wohnung und ja, und aus dieser Wohnung wurde dann ein festes Domizil. Bis vor 3 Jahren und dann sind wir nochmal kurz umgezogen auf eine Finca, schön aufs Land, St. Lorenz, mega schön. War schon eine super Gegend. Mega schön. Wenn es kein Hochwasser hat. Ja, da, wieso? Wir sind um einen kleinen Hügel. Auf dem Berg, okay. Ja, genau, Hügel und das, da fließt alles ab. Und wie kam das dann überhaupt dazu? Also du, ich habe es schon erwähnt, ihr seid ja du und Jörg. Genau. Ihr hattet eine Fernsehsendung bei RTL. Genau, wir hatten bei RTL eine Fernsehsendung, die Autohändler, waren da Hauptprotagonisten und ja, und dann hat sich das alles entwickelt. Und zuerst waren wir wirklich, wir sind, viele fragen ja, seid ihr Autohändler? Ja, nein, wir sind wirklich Autohändler. Wir haben dann... danach sind wir zum Film gekommen über den Autofilmverleih. Also wenn du jetzt beim Film ein Auto brauchst, dann haben die bei uns die Filme, die Fahrzeuge bezogen, für die Filme, also Filmautos bezogen. Ich fange jetzt zu. Ich denke drei Gedanken auf einmal und dann komme ich ans Nuscheln. Mach langsam. Also wir haben die Filmfahrzeuge vermietet an die Vitato zum Beispiel, an die Filmproduktion. Und irgendwann haben die gesagt, Jungs, ihr seid so crazy, wollt ihr nicht mal selber ins Fernsehen. Und wir haben gedacht, da kommt die versteckte Kamera, weil wir so viele Leute schon verarscht haben und die Leute uns das angedroht haben, wir bringen euch zur versteckten Kamera. Ja, und dann kamen sie zu uns und wollten uns casten und wir haben gedacht, da kommt die versteckte Kamera. So Leute, wenn ihr uns verarschen wollt, verarschen wir euch erstmal und dann... Und dann gucken wir, was passiert. Genau, und ja. Aber du bist ja, glaube ich, eher der ruhigere Part von euch beiden, oder täuscht das? Ja, ich bin der ruhige Part, richtig. Der Jörg ist ja der... Der dreht ja immer noch völlig durch. Ja, immer noch, der Jörg, den kannst du auch nicht ändern, der soll auch so bleiben, wie er ist. Ja, ja. Er war ja schwer krank. Er ist noch schwer krank. Und ist immer noch schwer krank. Immer noch, ja, genau. Aber ich sehe ihn immer mal wieder auf TikTok. Genau, das ist sein neues Hobby, ja, TikTok. Ja, geht er immer live. Ja. Und ich finde das ja faszinierend. Und ich glaube, so eine Standardsprache, in jedem TikTok, egal was ich mir angucke und wenn ich mal die Kommentare durchschaue, da steht immer, wo ist der Michi, der Stricher? Ja, Micha, unser Stricher, genau. Habt ihr noch Kontakt zu dem? Weniger. Der Micha hat sich irgendwie abgekapselt, hat jetzt wohl eine neue Freundin und ich glaube wieder ein neues Kind. Ich weiß nicht, wie oft der... Sammelt der? Ja, das ist ein Zuchtbulle, glaube ich. Ja. Aber das Worringer Car Center gibt es quasi nicht mehr, oder betreibt ihr das noch? Doch, doch, das ist, liegt zwar brach, es ist noch da, viele kommen noch quasi zu der Pilgerstätte Worringer Car Center, aber verkaufen tun wir nichts mehr. Das riecht ja nach einmal im Jahr irgendwie ein Worringer Car Center festzumachen, so mit Hüpfburg und... Haben wir früher gemacht, wir haben früher Veranstaltungen gemacht, wir haben dann einen LKW genommen und einen großen LKW, einen 7,5-Tonner und haben das als Bühne genutzt und dann gab es dann halt Freibier und freie Getränke und haben wir einmal im Jahr gemacht, Takt auf eine Tür quasi und so einfach spontan, aber mittlerweile hat sich das, machen wir es nicht mehr. Fehlt dir denn jetzt das Autohandeln oder machst du das noch nebenher? Du, ganz ehrlich, ich liebe das Autohandeln. Das Auto ankaufen und verkaufen ist so ein bisschen wie kann man das beschreiben, wie zocken vielleicht. Ich zocke zwar nicht, ich bin kein Zocker, aber ich liebe es gerne einzukaufen, liebe den Kontakt zu den Menschen, das Reden und den Wagen zu kaufen und habe da schon meine Vorstellung, was ich dafür kriegen kann oder könnte. Und dann das Verkaufen, Aufbereiten, die Verkaufsgespräche, das ist einfach mein Ding. Würdest du das hier auf Mallorca auch machen wollen? Ich glaube, hier auf Mallorca ist es ein bisschen komplizierter. Die Bürokratie ist hier ganz anders und wäre nicht meins. Das ist mir viel zu kompliziert. Das ist ja auch so ein Thema, was viele Auswanderer betrifft. Du sprichst es selber an, Bürokratie und solche Sachen. Wie kommst du denn damit hier zurecht? Also du musst ja auch Steuern hier bezahlen, alles, schätze ich mal. Ja, ich bin drüben angemeldet in Deutschland und fliege ja regelmäßig nach Deutschland wieder zurück. Gut, sind nur 2 Stunden fliegen und dann bin ich in Deutschland. Aber die Bürokratie hier in Mallorca, ganz ehrlich, scheiße. Echt? Ja.
Ich hasse die Bürokratie hier in Spanien. Und dafür liebe ich die Bürokratie in Deutschland. Da weißt du genau, wenn du dahin gehst, dann kriegst du dieses Schreiben und dieses Schreiben ist Gold wert. Da können die nichts machen. Und hier kriegst du ein Schreiben und nach 2 Wochen überlegen die, ach, das ist nicht gültig. Puh, reiß das mal wieder ab. Das ist ja Baugenehmigung, ne? Ja, genau. Das kennt man ja irgendwo her. Das ist ja ganz schlimm. Ist nicht meins. Also wir wollten uns hier was kaufen und aber dann haben wir die Bürokratie mitbekommen, dann haben wir mitbekommen, diese Hausbesetzer und den ganzen Scheiß, sag ich mal. Und dann sind wir davon ganz abgekommen und wir mieten lieber. Das ist nichts für uns. Ganz ehrlich. Ich habe vergessen, meine Uhr auf stumm zu stellen. Jetzt nervt die. Nee. So, gehen wir aber jetzt nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, 15 Jahre ist es jetzt her, dass ihr ausgewandert seid. Ja, 14. Dann trittst du ja auch schon so lange am Ballermann auf. Ja, seit 2006 habe ich angefangen mit dem Jörg zusammen im Rio Palace. Sind dann gewechselt zum Megapark. Und seit diesem Jahr, Jörg darf ja seit 2 Jahren nicht mehr auftreten. Der darf gesundheitlich nicht mehr auftreten. Der, sein Herz hat nur noch 30% Herzleistung und darf nicht mehr. Und so, dass ich selber eine Solo-Karriere starten musste oder wollte auch. Und ich wollte es probieren. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe diesen dieses Entertainment. Ich liebe es, mit den Leuten zu feiern. Und ich habe gesagt, komm, probier es einfach mal. Nachher sagst du, wenn du es nicht probierst, dann bereust du das und dann heulst du ihm hinterher. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich probiere es einmal. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, auch gut. Und jetzt kommen wir doch aber zu der Generation, die jetzt am Ballermann ist, die eigentlich nichts mehr mit den Autohändlern von damals zu tun haben. Also die kennen die Sendung wahrscheinlich gar nicht. Richtig, die kennen die nicht, aber die kennen die Songs. Die Songs von uns, die kennen sie ja. Also die holst du alle wieder nicht über die Sendung ein, wie jetzt zum Beispiel mich, der damals wirklich vorm Fernseher saß, sondern wirklich über deine Musik. Über die Musik und halt über den Fernsehsender. Ich habe einen Bekanntheitsgrad immer noch und da ziehst du ja immer noch die Leute, die das gesehen haben, die ziehst du immer noch an und halt die neuen Gäste über die Songs halt. Ne? Die neuen Songs, ich habe jetzt einen neuen Song rausgebracht mit dem DJ Domi aus dem Oberbayern. O Vanessa, keine war besser und da haben wir jetzt 500.000 Downloads, über 520, ich habe 520.000 Downloads innerhalb von 6 Wochen und 6 Millionen Views. Ja. Views bei TikTok. Also darf man nicht vielleicht kennen. Ne? TikTok ist momentan so eine riesen große Plattform. Und das ist in 6 Wochen, das ist schon enorm, was wir da haben. Und dann erreicht natürlich auch die Leute und die Leute hören das. Die kommen auch wegen dem Song dann nochmal zu uns oder zu uns in Oberbayern. Und der Bekanntheitsgrad wächst ja immer weiter. Ne? Die Gäste, die dann da sind, erkennen dich dann oder lernen dich dann kennen. Und das ist mein Vorteil. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich habe gewechselt. Also dieses Jahr, normalerweise dürfen wir ja nicht wechseln vom Megapark in Bierkönig, weil Bierkönig und Oberbayern ist ja eine Firma. Ja. Und wenn du in einen Laden auftrittst, darfst du nicht in einen anderen Laden auftreten. Das wissen manche aber auch nicht. So, dass ich dieses Jahr, der Bierkönig und das Oberbayern haben sich getrennt. Ach so. Und das war meine Chance gewesen, da aufzutreten. Das war viel Kratzen und viel Bitteln und Betteln, weil ich wollte einfach nicht mehr im Megapark sein. Megapark ist wirklich ein geiles Location, aber wenn du oben auftrittst, du hast da keine Akustik und du kannst deine neuen Songs nicht promoten und im Oberbayern ist die Akustik mega einfach und du hast die Nähe zu den Fans, ich suche die Nähe zu den Fans, ich muss quasi müssen mich anfassen, ich kann die anfassen und ich kann mit denen spielen und im Oberbayern ist das granatenmäßig geil. Ja, ich glaube, im Bierkönig ist ja auch das Problem, der macht morgens auf und da gehen die ersten rein, sind um 10 eigentlich schon hackedicht und die kriegen dann ja vielleicht von einem Auftritt, der ich weiß nicht, wenn du auftrittst, so 19, 20 Uhr schätze ich mal. Nee, das geht um 23 Uhr los. Bis, doch. Es gibt 3 Auftritte, 23.30 Uhr, 0.30 Uhr und 1.30 Uhr und dann einen von den 3 Auftritten habe ich dann. Ist immer unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, wann. Ich habe auch keinen festen Tag. Da ich auf Mallorca bin, ist das mir eigentlich wurscht, wann ich auftrete, außer vielleicht am Wochenende, wenn ich keine Auftritte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg habe. Dann habe ich 2-mal die Woche Auftritte mit Oberbayern. Und für dieses Jahr war es mega Granaten geil für mich. Die Songs sind auch super angekommen. Also ich bin sowas von happy, weil ich wusste ja nicht, wenn du alleine auftrittst, jetzt auf einmal normalerweise. Was passiert dann? Ja? Genau, normalerweise ein Duo hast, dann funktioniert es. Wenn die auseinandergehen, funktioniert es nicht. Und ich hatte das Glück dieses Jahr, dass die Leute mich sehen wollten, dass ich gute Songs hatte.
eine gute Unterstützung hatte, auch vom Oberbayern, vom DJ Domi, der mir den Song gemacht hat. Von meiner Maus, die das Management für mich macht und auch den Song mitgeschrieben hat. Da bin ich ja sehr, 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 sehr dankbar. Der hat da richtig was geleistet. Ja, und jetzt ist langsam die Saison zu Ende. Jetzt im Oktober geht es zu Ende und ich kann auf eine richtig schöne, geile Saison zurückblicken. Wie wird dein Winter aussehen? Wirst du nur auf der Finca irgendwelche Rasenpflege machen? Oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe hier die Auftritte noch in Deutschland und in Österreich, Schweiz. Mhm. Werde jetzt noch zum Spendenmarathon gehen, jetzt im November. Und dann versuche ich, die Abrisski-Saison noch mitzunehmen. Dann kommt Karneval. Und dann fängt schon wieder die Saison an. Genau, ne? Dann ist also so richtig, kannst du dich noch entspannen? Also hast du Tage, wo du sagst, so, jetzt lege ich mich wirklich an den Pool und lass mal den ganzen Stress mal weg, weil es ist ja doch Stress irgendwo. Ja, dadurch, dass du nachts Auftritte hast, fehlt dir der Schlaf. Und diesen Schlaf, den musst du dir einfach holen. Ansonsten hast du so ein Problem, wie jetzt einmal der Jörg. Der Jörg hat sich die Ruhe einfach nicht zurückgeholt. Und diese Ruhe, die gönne ich mir einfach, die hole ich mir einfach. Und das muss einfach sein. Ob das jetzt am Pool ist oder im Bett, das ist mir echt egal. Aber den Schlaf, den hole ich mir einfach wieder. Ich brauche, wenn ich am Wochenende Auftritt hatte, nachts immer, dann brauche ich, kannst du sagen, so 3-4 Tage, bis ich mein Schlafpensum wieder eingeholt habe. Was ist denn dein Lieblingsort auf Mallorca? Mein Lieblingsort? Ja. Ah, da gibt es mehrere. Valdemossa ist schön. Alaro das ist mega schön. Also tendenziell schon fast wieder ein bisschen Richtung Gebirge, Tramontana. Ja, Tramontana. Stauseen. Ja, auch die kleinen Dörfer. Ja. Die sind mega schön. Kennst du denn die Kühe, die um den Stausee drumherum laufen? Die Kühe, ja. Wir sind mal drumherum gegangen und dann war da so eine Kuh. Und die Genie, meine Freundin, die sagte, nein, das ist eine Kuh. Mach ich, ja gut, da gehen wir jetzt vorbei. Nein, 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 da gehen wir jetzt nicht vorbei. Aber das ist doch, wir haben ja keinen Platz, ja, und dann drücken wir die zur Seite. Ja, dann mach mal. Ja, da sind wir langsam hingegangen und dann kannst du auch leicht zur Seite schieben und dann geht das auch. Ja, aber du hast keinen Platz, du kannst nicht vorbeigehen. Nee, das stimmt. Und dann ist es entweder im Wasser oder, naja, irgendwo an die Wand gequetscht oder so. Ja, genau. Da hat es einen ganzen Haufen, ich glaube 4 oder 5 sind das, wilde Kühe. Sind die wild? Ja, ja. Ah. Naja, die sind irgendwann, keine Ahnung, man weiß es nicht so genau, die vermehren sich da wohl auch. Ja, cool. Da gibt es auch Schlangen, ne? Wasserschlangen. Schlangen gibt es massig auf Mallorca. Nee, da am Stausee. Das weiß ich nicht. Also Wasserschlangen habe ich da jetzt noch keine gesehen. Doch, wir haben schon ein paar Stück gesehen da. Okay. Ja. Cool. Und Lieblingsrestaurant, das ist immer so eine Standardfrage. Da bringe ich immer meine Gäste ein bisschen zum Verzweifeln, weil meistens haben sie mehrere und wollen natürlich einen bekannten Wirt nicht benachteiligen. Ja, es gibt viele davon, aber die Mühle ist natürlich ein Highlight immer. Dann, wenn meine Schwiegereltern kommen, dann gehen wir ein, das ist ein Muss, in die Mühle ist der Fagionera. Da müssen wir hin, oben in Alaro, die zum ich weiß nicht, wie die heißt. Na, was essen die? Zum Dings essen. Lamm essen. Lamm essen, genau. Mhm. Lamm aus dem riesigen Ofen. Ja, genau. Der ist ja, wie alt ist der? 300 Jahre alt. Ja, ja. 300 Jahre ist der alte, der Ofen. Und da machen die den besten, also ich mag kein Lamm, ich mag gar kein Lamm. Aber da ist das richtig geil, richtig. Die haben einen alten Stall umgebaut als Restaurant. Mhm. Und ich glaube, der jüngste Kellner ist, keine Ahnung, über 70. Stimmt. Und wenn die kommen, dann klein die irgendwelche Gläser auf den Tisch, so Billiggläser. Und dann kannst du daraus deinen Rotwein schlürfen. Und also mega, das oben ist richtig, das ist Kult. Ja. Kennst du das eine Restaurant, das, wie heißt es, Sagosch oder wie das heißt, in der Nähe von Juk, wo dieser Wasserfall mit diesem natürlichen Pool ist? Nee. Kennst du nicht? Kennen ganz wenige. Das scheint wirklich noch ein Geheimtipp zu sein. Da musst du mir die Adresse machen. Da gebe ich dir da die Adresse. Ja. Wenn du hier keine Auftritte gehabt hättest, ja, also jetzt angenommen Ballermann oder sowas, wäre überhaupt kein Thema für dich gewesen, wäre dir Mallorca überhaupt in den Sinn gekommen? Ja. Also Mallorca ist ja nicht nur der Ballermann. Wenn man sich ein Auto nimmt und ein schönes Hotel, ich habe mit meiner Maus öfters in Randa, da gibt es ein schönes Hotel. Mhm. Und von da aus haben wir dann alles gestartet, unsere ganzen Ausflüge gestartet. Und wenn du Mallorca kennenlernst, lernst du es auch lieben. Du lernst es wirklich lieben. Ja. Das hat so viele Facetten, Mallorca. Du kannst in den Buchten fahren, du kannst in den Strand fahren, du kannst auf die Märkte fahren, du kannst ins Tramontana-Gebirge fahren, du kannst wandern gehen, du kannst schwimmen gehen, du kannst feiern gehen.
da gibt es so viele tolle Sachen, was wir da schon alles erlebt haben. Unglaublich. Es ist so vielfältig und es ist echt der Hammer. Deinen größten Fehler auf Mallorca, wo du jetzt sagst, hätte ich doch nicht. Mein größter Fehler auf Mallorca, das hat eigentlich beruflich was zu tun, weil wenn man weiß, dass man in einem Einladen auftreten darf und dann nicht mehr wechseln darf, das ist mein größter Fehler. Wir haben angefangen im Rio Palace und Megapark und durften danach nicht was wechseln. Was Korsak ist. Genau, und wir passen eigentlich viel besser in den Bierkönig rein und wir hätten gern gewechselt und sind nicht gewechselt. Durften nicht wechseln. Genau. Das war vielleicht mein größter Fehler. Aber du hast halt immer nur diese, eigentlich hast du nur diese zwei Möglichkeiten, ne? Also Alternativen gibt es ganz wenig, vielleicht noch Krümel in Pagera, was jetzt natürlich den Bekanntheitsgrad wahrscheinlich nicht so voranbringt. Nee, da gibt es noch einen den Bierbrunnen in Calaratiana. Mhm. Und dieses Jahr gab es noch eine MK-Arena in der Playa. Ist auch relativ klein. Aber die zwei besten Läden natürlich Bierkönig, Megapark und natürlich das Oberbein ist ja. Das ist ja Weltkulturerbe, das ist ja die älteste Location auf Mallorca. Das ist ja Dreves und früher, da sind ja richtige, die ganzen Megastars aufgetreten. Ja. Mhm. Das ist ein richtig geiler Laden. Auch dieses Jahr, für mich der Gewinner dieses Jahr von den Locations ist der Oberbayern. Okay. Ja. Ich muss gestehen, war ich überhaupt schon mal im Oberbayern? Du warst noch nicht? Ich glaube nicht. Also dann, ich bin jetzt erst 20 Jahre hier. Du bist ganz herzlich eingeladen. Heute Abend. 23.30 Uhr. Ja. Weißt du, was ich da mache? Da zähle ich meine Gänse, die vor der Tür liegen. Gänsebraten, meinst du? Nein, hör auf. Haben die alle einen Namen? Ja, es sind nur zwei. Zwei und die haben natürlich beide Namen. Und im Sommer habe ich mein Schlafzimmer ist quasi im Garten. Ne? Also da ist nur eine Tür und die Tür ist immer auf. Und wenn ich nicht aufpasse, dann kommen die schon mal rein und sagen Hallo nachts um 3 und schreien dich an. Ja, cool. Na, das ist cool. In dem Moment nicht, weil du gar nicht weißt, was ist jetzt passiert, was war jetzt, ist dir die Welt untergegangen, ist dir der Rander auf den Kopf gefallen, könnte ja auch sein. Ja. Dann sind sie scheiß Zweige. Wir haben, bei uns sind zwei Enten gelandet, so Flugenten, also wilde Enten, die bei uns gelandet sind. Und die kam das erste Mal und Genie war draußen im Garten am Arbeiten. Und dann kam die immer näher und näher und dann fing sie an, die zu füttern. Und die kam dann jeden Tag und die sind dann geblieben. Eine ist leider abhanden gekommen, weg. Und die andere ist momentan auf dem Nachbarsgrundstück mittlerweile. Aber die kommt so meistens wieder im Januar, wenn die irgendwo weniger zu fressen kriegen. Ja, wenn die Nachbarn nichts mehr zum Fressen haben. Ja, genau. Wenn die nicht da sind auf der Finca, dann kommen sie zu uns, dann kriegen sie jeden Tag bei uns zu essen. Hast du auch so eine kleine Tierfinca? Ja, wir haben fünf, sechs Jahre haben wir in der Tötungsstation hier auf Luc Major, haben wir die Hunde betreut und vermittelt nach Deutschland oder wenn sie krank waren, haben wir zur Kami gebracht, zur Tierärztin. Das war sehr, sehr intensiv, haben auch eine Seite auf Facebook dargestellt, die heißt SOS Tiere Mallorca. Und mittlerweile haben wir bei uns einen kleinen Hund aus der Tötungsstation, unseren kleinen Max. Dann haben wir eine Landschildkröte, die war krank gewesen, die haben wir bei uns. Und wir haben einen Teich gebaut für diese zwei Enten. Extra, damit die nicht in den Pool gehen, haben wir einen Teich gebaut für die Enten. Da sind aber mittlerweile, ich glaube, 4 Wasserschildkröten drin. Ach, okay. Und 2 Frösche. Ja, ich glaube, die Schildkröten machen Schnappi, wenn so eine Ente landet, ne? Ja, die passt auf, aber wenn ein kleiner Spatz hingeht und will trinken, dann schnappen die sich und die fressen die auf. Echt? Das ist unglaublich. Echt? Für mich dann sind das Zombies, die Wasserschildkröten. Ja, die sind nicht so ganz ohne. Ja. Ne? Also mit dem Finger reinhalten, anders als wie mit dem Vogel da drin. Ne? Ja, der Graupapagei. Der ist aber schön. Und vor allem ruhig, ne? Du hörst den nicht. Ja, der hat hier einen richtig schönen kleinen Graupapagei und der ist richtig schön. Ja. Der sieht auch richtig toll aus. Und auch noch nicht lang. Also wir gewöhnen uns gerade so aneinander. Ja. Ich mag ihn ja wirklich, oder auch sie. Wir wissen es ja nicht. Also es musste auch 20 Jahre alt sein rum. Wir haben noch keine Geschlechtsbestimmungen gemacht, weil das beim Papagei aber nicht so ist. So schön wie der ist oder sie ist, kann es ja nur ein Weibchen sein. Wir Männer sind nur hässliche Vögel. Ich bin ja richtig froh, dass es noch Geier gibt. Ne? Welche Geier? Na, überhaupt Geier.
Geier-Rallye. Na, egal welche Geier. Jetzt stell dir mal vor, die wären ausgestorben und du wärst der hässlichste Vogel. Ich bin der größte Geier. Juhu, ich konnte mir einen Witz merken und den auch erzählen. Du bist ein Vogel, ey. Ja, aber was für ein. Willst mich hier mobben, ja? Wird auf jeden Fall. Du, alles nur für die Klicks. Ja. Ah. Alles nur für die Klicks. Immer weiter, Gastarbeiter. Hast du eigentlich einen TikTok-Account? Habe ich. Machst du da was? Fange ich gerade an. Mich haben sie das erste Mal gelöscht. Da war ich unwissend. Da habe ich irgendwelche Videos hochgeladen. Und okay. Letztes und dritter. Mhm. Das habe ich ein paar Mal gemacht, 2-3 Mal. Und dann haben sie mich komplett alle die ganze Seite haben sie gelöscht. Naja. So, das haben sie auch bei Facebook gemacht bei mir. Da auch Unwissenheit, genau der gleiche Scheiß. Ich habe irgendwelche Downloads, Videos, die konnte ich nicht weiterleiten auf meiner Seite. Mhm. Also musste ich irgendwie runterladen und neu hochladen. Und das ist Verletzung Dritter. Ja. Und dann haben sie mir 140.000 Follower plopp weg. Hattest doch schon so viel. Ja, durch die Sendung. Wir liefen ja, keine Ahnung, 15 Jahre auf RTL. Ja. Achso, und da hast du denn Schnipsel von den Autohändlern hochgeladen? Nee, einfach so mal sporadisch einfach mal was reingesetzt und die Leute haben uns eingefolgt. Und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, dieses Social Media. Aber mittlerweile hat das ja so eine Macht. Das ist ja unglaublich. Naja, ich würde mal sagen, gerade TikTok promotet Songs ja richtig gut. Ja, wenn richtig. Zwar auch nicht viele im Jahr, aber immerhin so der eine oder andere. Deine Managerin muss das jetzt ein bisschen im Auge behalten. Die macht ja. Das mittlerweile. Darum auch, wir haben ja, wie gesagt. Du musst dich dazu zwingen, dass du deinen Kopf da reinhängst. Richtig, macht sie auch. Da kriege ich mal einen Arsch getreten. So. Hast dein TikTok schon gemacht? Ja, also genau so ist das auch. Und jetzt gibt es noch TikTok Now. TikTok Now? Was ist das? Eigentlich. Zieht sich das auch so ein bisschen meiner Kenntnis. Also im Moment funktioniert das so, du kriegst eine Nachricht auf dein Handy, nachdem du die App installiert hast, und du hast genau 3 Minuten Zeit, entweder ein Videoschnipsel zu machen oder ein Foto und das dann hochzuladen. Aus dieser Situation, in der du jetzt gerade bist. Ah. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst, dann hast du diese 3 Minuten Zeit, dieses TikTok von deiner Bühne aus zu machen. Und der Gag dabei ist, es werden beide Kameras verwendet. Die im Vordergrund, also die, wo du das Publikum zeigst und die Facecam. Und dann machst du ein Foto oder ein Video innerhalb dieser Zeit und dann wird es halt irgendjemand angezeigt, wem auch immer. Ah, wie geil ist das denn? Ja. Ach, das ist diese App, wo die Leute die ganze Zeit einen anschreiben. TikTok, genau, da kriege ich immer Nachrichten. Ja, die promoten das im Moment in TikTok, das ist Wahnsinn. Ah, Genie, mach mal. Hör zu. Ah, wie gesagt, dieses TikTok sollte man nicht unterschätzen. Ja. 5 Millionen Views haben wir jetzt dadurch gewonnen für den Song Vanessa. Und das ist enorm. Das ist Hammer. Boah, unglaublich. Also das ist die neue Plattform. Mein bestes Video hat, also das war in der Corona-Zeit, waren wir am Stausee oben. Wir waren ganz alleine. Wir waren da mit den Hunden spazieren. Du durfst doch gar nicht raus. Ich weiß auch nicht, wie das war. Also wir sind halt raus. Und quasi illegal. Ich befürchte, ja. Ich weiß, es war, glaube ich, so Grauzone. Man durfte, irgendwie war da was. Red ich nicht raus, das war illegal. Wahrscheinlich, hundertprozentig. Aber sicher, mit Sicherheit. Sie werden nachher vor der Tür stehen, mich verhaften. Dann sind wir um den See rum und dann ging es auf einmal los und sind 2 Hubschrauber auf der gegenüberliegenden Seite gelandet, haben da irgendwas gemacht. Und auf einmal kommen uns Feuerwehrmänner in voller Montur entgegen und diese 2 Löschhubschrauber, die sind hergegangen, haben Wasser abgeschöpft von dem Stausee und im Prinzip 5 Meter weiter wieder rausgelassen, haben die eine Feuerwehrübung gemacht. Jetzt waren wir genau an dieser Stelle, ungefähr 10 Meter entfernt, wo die diesen Schlauch oder diesen Wasserkorb ins Wasser gelassen haben und das Wasser aufgenommen haben, war ich natürlich so schlau, hab das gefilmt. Und hatte da 4-5 Tage hatte ich da einen TikTok-Account. Na, ich gedacht, naja, komm, lad es da hoch und habe mir das nie mehr angeguckt. So ein halbes Jahr später gucke ich da rein und denke, 30.000, 60.000 Nachrichten, was ist das dann? Und hatte auf einmal mit meinem 5., 6. Video hatte ich das erste Video mit 4 Millionen Views. Boah. Nur von diesem scheiß Hubschrauber mit Wasser und danach nie wieder, natürlich, klar. Mhm. Ich krebse so bei 300, 400, aber die haben mir 17.000 Follower beschert, aber alle in Asien. also gekauft. Man könnte es meinen, ist aber nicht so. Naja gut, das ist ja nachvollziehbar, wenn man jemand... Mach's nicht kaputt. Nee, Mikro ist ein bisschen runtergefallen. Ja, das ist... Ich muss umbauen. Ganz dringend. So, jetzt ganz besser. Dringend. Jetzt sehe ich dich nicht mehr so gut. Muss ich mal ein Foto von dir machen.
Der wievielte Podcast ist denn das, wo du jetzt so aufnimmst? Der, warte, ich muss dir zeigen. Heute. Ich weiß nicht, ob das nachher durch die Zensur geht. Alles gut. Alles frei, ne, Jimmy? Ja. Machst du ein Video? Foto? Sie guckt TikTok. TikTok Now. Guck, guck, guck. TikTok Now macht sie. Ja, ja, ja. Nee, wie geil. Mensch, Dragan, die Zeit ist schon um. Jetzt schon? Ja, oder hast du noch was? Ja, eigentlich, ich freue mich und bedanke mich bei den ganzen Fans, die dieses Jahr auf Mallorca da gewesen sind. Und es waren viele? Waren sehr viele, ja. Und unerwartet sehr viele. Freue ich mich tierisch drüber. Ich kann Ihnen sagen, ich werde euch weiter nerven. Ich werde weiter im Bier im Oberbayern da sein müssen, ja. Weil ja heute Abend sind wir auch da, heute und die letzten Wochen, Monate zahlreich da gewesen seid. Und ich freue mich tierisch auf die neue Saison und kommt nach Mallorca. Mallorca hat nicht nur das Oberbayern, Mallorca hat so viele geile Facetten. Ja. Und ich sage immer, ab Oktober ist die schönste Zeit, weil es überall ruhig ist. Man kann überall problemlos hingehen, die ganzen Buchten für sich alleine haben. Und das ist stimmt. Ein richtiges Highlight. Ah, was? Also, ja. Kurz muss ich erzählen. Ich habe ja Oliven im Garten. Mhm. Und wir haben jetzt eine Olivenernte gestartet, haben 156 Kilo genau Oliven gepflückt, okay. Handgepflückt. Man muss dazu sagen, die sind nicht mit Chemie bearbeitet worden, keine chemischen Dünger oder sonst was, komplett Natur, haben die gepflückt dieses Jahr. Und dann gibt es eine Presserei in Montuiri. Mhm. Montuiri heißt Montuiri, das? Montuiri, ja. Iri, zweimal I. Und haben es dahin gebracht zum Pressen. Mhm. Und dann gibst du es ab und dann kannst du direkt sehen, es wird gewaschen mit der Maschine und dann kommt direkt auf der anderen Seite kommt dein Öl raus. Und wir haben 20 Liter Olivenöl. 20 Liter gab es nur? Ja. Wir haben die ja was früher gepflückt. Mhm. Die sind dann nicht so reif und nicht so, ja. so groß, sagen wir mal. Aber dafür hast du eine bessere Qualität. Und dann lieber ein bisschen früher pflücken, ja. Wenn das für dich selber ist. Statt Masse lieber Qualität. Lieber statt Quantität Qualität. Und dann ein bisschen früher pflücken und dann pressen lassen. Dann ist es ein bisschen grüner, aber du hast eine viel bessere Qualität und schmeckt viel besser. Und das ist mega. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Das ist so eine Geschichte, die man jetzt so neben der Saison quasi noch mitnimmt. Und verkaufst du das jetzt? Nee, das behalte ich selber. 20 Liter. Ne? Für Freunde, vielleicht Verwandte und so. Ne? In schöne Flaschen abfüllen. Ja, genau. Das ist aber. Das ist cool. Das ist mega. Das ist klasse. Und was wir gemacht haben ist, jetzt ziehen wir ein bisschen weiter. Wir haben ein Gemüsebeet angesetzt. Du gärtnerst jetzt, oder? Ja, genau. Wir haben angefangen mit kleinen Pflanzen, haben dann Tomaten, Paprikas, wir haben Peperonis, wir haben Gurken, wir haben alles angesetzt dieses Jahr. Und das ist so eine geile Qualität, weil du merkst richtig hier mit der Sonne, wie das wächst. Du schmeckst richtig die Gurke, du riechst die Tomaten, du riechst die Paprikas. Das ist sowas Geiles. Das ist wirklich Lebensqualität. Und dann dieses Öl noch dabei. Hammer. Und dann machst du selber noch Brot dazu. Ich wollte gerade dazu sagen, boah. Brot selber backen. Ja, und dann gibt es so bestimmte Läden, wo du richtig schönen Schinken kaufen kannst. Ja. Das ist so Trauben. Jetzt kommt diese Zeit der Trauben auch noch. Du solltest jetzt mal Jörg auf deine Finca holen, damit er mal ein bisschen runterkommt. Ich würde ihn ja gerne mit rüberholen, aber der hat Angst vor Schlangen. Und auf den Finca, es gibt Schlangen. Ja, natürlich. Und der kommt nicht, der traut sich nicht. Echt jetzt? Der hat so eine Panik vor Schlangen, dass er nicht kommt. Die Freundin, die ist regelmäßig bei uns, die war jetzt vor kurzem auch noch da gewesen. Aber der Jörg, den kriegst du nicht aus dem Sessel bewegt, wenn der weiß, dass Schlangen da sind. Echt jetzt? Ja. Jörg, was bist denn du für einer? Hat Angst vor so einer kleinen Schlange? Der Jörg ist dann in der Situation eine Muschi. Uschi, würde ich. Oder Jörg, ich würde Uschi sagen. Uschi. Nicht Muschi, Uschi. Nee, ich würde nie Muschi sagen, nein. Nein, würdest du nie. Und wieso solltest du sie mit einer Katze vergleichen? Nein, Quatsch, der Jörg. Ihn. Gott, das will ich auch geht an. Das Gendern ist echt schwierig. Ja, das ist eine deutsche Sprache, Ausländersprache. Das wäre doch mal ein Song, ne? Ja. Jörg hat Angst vor Schlangen, irgendwie sowas. Ja, Jörg ist eine Muschi. Nein! Uschi, wollte ich sagen. Du kommst hier in was rein, wo du nicht rein willst. Das Schöne ist ja, dass wir uns beide immer auf die Schippe nehmen dürfen und können. Und das sollen wir und wollen wir auch machen, weil wir wollen halt lachen. Und uns gegenseitig zu verarschen, das ist unser Hobby quasi. Und vor allem, ihr habt da ja mit angefangen, bevor ihr überhaupt bekannt geworden seid wahrscheinlich. Richtig, ja. Ne? Wir kennen es ja seit kleine Pens, sagt man in Köln, Kinder, kleine Pens. Mhm. Wir sind ja aus dem Sandkasten groß geworden. Zwei Straßen auseinander und bis heute, wir sind schlimmer wie die Ehefrauen. Wir sind ja quasi, wir haben mehr Zeit miteinander verbracht wie mit den Frauen. Das ist unglaublich.
Ich werde ihn heute Abend oder wann ich ihn mal wieder sehe, im Live werde ich ihn mal drauf ansprechen, genau, ob er wirklich Angst vor Schlangen hat. Verschlangert, genau. Dragan, ich bedanke mich fürs Kommen. Also ich dachte ja eigentlich, du wohnst in Lugmajor, weil jeder hat mir erzählt, du wohnst in Lugmajor. Nee, nur eigentlich nur die Tötungsstation in Lugmajor. Ja, da waren wir 5-6 Jahre, wie gesagt, aktiv gewesen. Da waren wir jeden Tag gewesen und haben die Hunde und die Katzen quasi da rausgeholt und nach Deutschland vermittelt. Oder wenn sie krank waren, zum Tierärztin gebracht und die versorgt. Mhm. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank viel, viel besser geworden. Und, ja. Aber ja, immer noch viel zu tun. Also es läuft einem immer wieder irgendwas über den Weg. Genau. Und haltet mal die Augen auf, wenn ihr irgendwelches Tierleid seht auf Mallorca. Es ist immer schön zu helfen. Man kann das auch mit Kleinigkeiten machen. Mal eine Futterspende oder sowas an die Tierschutzorganisation, Baleda oder was auch immer. Wir haben vor kurzem noch einen Spatzen großgezogen. Och, der süß. Der ist im Sommer, so quasi jetzt, wo es noch heiß war, aus dem Nest gefallen. Und du kannst sagen, wenn du die nicht siehst, nach ein paar Stunden sind die tot. Ja, die sind vertrocknet quasi. Die verdursten. Und die kleinen Spatzen haben wir noch großgezogen. Richtig schön. Und der kommt immer noch wieder. Zu mir mittlerweile nicht, aber zu Genie kommt der. Da kommt er vorbeigeflogen, landet bei ihr auf dem Kopf und dann gibt es erstmal was zu essen. Das liegt an der Haarfarbe. Ja, wahrscheinlich. Der meint, das ist Stroh. Das war mir auch so. Da rupfen sie alle dran. Also am blonden Haar. Da stimmt. Ach, jetzt weiß ich, warum der zu Genie kommt. Wegen dem Stroh auf dem Schädel. Jörg, danke dir fürs Kommen. Jörg Dragan. Oh, Gottes Willen. Also kannst du auch Micha zu mir sagen, das ist nicht schlimm. Aber wir haben jeder sollte einen Micha haben. Ne? Ja, Micha. Ja, genau. Micha! Hallo, da bin ich. Du piep, 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 ja, piep, genau. Piep. Haben die aber nie gepiepst. Gab's, wie soll ich das sagen, intern gab es Beschwerden. Intern hat man versucht, das zu verbieten, aber irgendwie haben sie es doch durchgelassen. Es ist verboten worden, wurden sie verbieten und dann haben sie es doch nicht geschafft. Aber die Aussprache, die gab es wirklich. Da gab es eine Konferenz, die das verbieten wollte. Wir werden, glaube ich, doch nicht so schnell fertig, habe ich gerade das Gefühl. Ja. Der Micha damals bei euch, da war der so, wie er sich da gibt oder war das so ein bisschen gefaked? Also ihr habt den ja schon in einem relativ schlechten Licht dargestellt. Ne? Sagen wir so, viele kennen die Sendung vielleicht nicht. Also wir zwei, Jörg und ich, wir hatten ja einen Autohandel und Micha war unser Praktikant oder beziehungsweise Lehrling im 8. Lehrjahr. Der ist wirklich so. Brot kann schimmern, aber der kann wirklich nichts. Der hat, wie soll ich das sagen, der Jörg war krank gewesen und er hat seine Freundin kennengelernt und ist mit der ins Bett das erste Mal und direkt schwanger. Und dann kam der Opa von der Freundin und sagte, Dragan, hör mal zu, die zwei, kein Job, ins Bett gehüpft, schwanger, kein Geld, kannst du helfen? Meinte ich, ja, Micha, hast du einen Führerschein? Und sagte, ja, ich habe einen Führerschein. Ja, meinte ich, kannst du, nee, fürs Auto, ja, schon, hast du recht, du musst auch fragen. Und dann sagte er, ja, ich muss jetzt Tag und Nacht fahren für damals die Filmautos, für WDR, für Verbotene Liebe, für die Wache, für Tatort, also verschiedene Produktionen, die ich dann hatte. Und musste teilweise nachts, ein Spielfilm war irgendwo in Schalker Kreise, hieß der, da musste in Ruhrport, da musste von Gelsenkirchen nach Dortmund die Fahrzeuge rüberbringen und so weiter. Also es war viel, viel zu tun gewesen und kannst du jederzeit kommen und arbeiten. Das kann nachts sein, das kann tagsüber sein, kann auch mal 18 Stunden sein. Ja, okay, kann ich. Ja gut, dann mach das mal. Das lief dann auch wirklich eine Dreiviertelstunde, vom Monat ging das gut. Und dann kam die Freundin, rief mich an, sagte, Dragan, du, ich und Micha. Und dann meinte ich, ey, stopp, bevor ihr, ich weiß schon, worum es geht, ihr habt euch gestritten, ich will davon nichts wissen. Ja, aber, und meinte, nein, kein Ja, aber, lass mich in Ruhe damit, ich will nichts davon wissen. Ja, aber, nein, kein Ja, aber, doch, ja, aber, meinte, was, ja, aber, Micha hat keinen Führerschein. Aha. Der kleine Drecksack. Und das kam raus nach wie vielen Monaten? Nach 3 Wochen, also 3/4 vom Monat. Nach 3 Wochen. Ist das 3/4 Monat? Ja, ne? Hättest du nicht mal dir den Führerschein zeigen lassen sollen? Eigentlich schon, aber eigentlich habe ich Vertrauen zu ihm. Ich kannte ihn von früher irgendwo noch, wo er da rumgetigert ist. Ich kannte den Opa und ich kannte die Tochter vom Opa, die Enkelin vom Opa. Mhm. Und dann,
Aber die hast du ja nicht gefragt. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ihn gefragt. Mhm. Hast du einen Führerschein? Ja. Kannst du fahren? Ja. Und dann, scheiße. Und dann war kacke. Dann war der kam nicht vorbei. Der kam danach nicht vorbei, hat keinen Lohn abgeholt. Gar nichts. Okay. Und dann kam es dann wirklich Monate später, nach einem halben Jahr oder ein Jahr, hat er irgendwo mal angerufen und hat gefragt, mal, Dragan, ich weiß, ihr reißt mir den Kopf ab und so, aber kann ich mal vorbeikommen, ohne damit, dass er mich platt haut? Ja, meinte ich, ja, komm mal vorbei. Ja, und dann hat er gesagt, ich habe keinen Job, kann ich bei euch arbeiten? Und dann parallel kam noch ein paar Wochen später die Sendung RTL Die Autohändler und dann, ja. Und dann war er halt dabei. War er da, ne? Und dann hat er einen Mist gebaut und Jörg war so sauer auf ihn. Und er ruft, Micha, du Stricher, du, was hast du wieder für Scheiße gebaut? Ja. Nee, aber das war halt euer Running Gag in den ganzen Folgen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie lange der dabei war. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ne? Ja, zwischendurch musste er mal eine Pause haben. Ja, aber naja, kein Kommentar. Aber der ist jetzt auch hier auf Mallorca. Ach. Der arbeitet sogar hier. Ach nee, wo denn? Am Bahnhof. Stricher. Ich hätte nicht fragen sollen. Es war mir so klar eigentlich. Ich habe zu spät geschaltet. Das war die Retourkutsche. Genau. Dank dir fürs Dasein. Gerne. Habt noch viel Spaß heute Abend beim Auftritt. Dankeschön. Und jeder, der jetzt diese Saison oder nächste Saison hier ist, ab in Oberbayern. Genau, ins Weltkulturerbe Oberbayern. Genau, und ihr seht es ja, wenn Dragan da ist, dann hängt meistens ein Plakat überall im ganzen Ort. Richtig, ja genau. Oder halt bei mir auf der Seite. Genau. Sag mal deine Webseite. Genau. Dragan, der Autohändler. Okay, .de. Achso, meine Webseite, ja, genau. Ja. Dragan-der-autohändler.de. Verlinke ich in dem Podcast für die Leute, die nicht wissen, wer du bist. Oh, das ist aber lieb von dir. Ja, die zwei. Du kriegst gleich die 5 €, ne? Dankeschön. Dankeschön fürs Dasein. Dankeschön, und kommt gut heim. Bis dann. Tschüss. Ciao.